Hi, herzlich willkommen hier bei What the Food, heute eher What the Drink. Wir haben eine geile Ingwer-Zitronenlimonade gemacht aus einem Ingwer-Bug-Ansatz, also ganz natürliche Fermentation, natürliche Kohlensäure, keine Zusatzstoffe oder irgendwelche Gase drin. Man fängt damit so an, dass man erst einen Ingwer-Bug-Ansatz macht. Der Ansatz geht folgendermaßen: Man tut Zitronen halbieren, die tut man dann entsaften. Den Saft tut man mit Zucker, Ingwer, ein bisschen Hefe einfach vermischen. Dann wird es in ein Weckglas gefüllt. Das Weckglas wird dann mit ein bisschen Wasser aufgegossen und danach dann einmal gut durchgerührt, dass sich der Zucker auch gut auflöst. Dann decken wir das ab mit einem Käsetuch. Man kann auch einfach ein ganz normales Teewa nehmen. Ist egal, Hauptsache, dass halt nichts reinfliegt. Und dann lässt man das einfach über Nacht erstmal so im Raum stehen. Am nächsten Tag geht man dann her und nimmt den Pürierstab und püriert die ganze Sache. So kommt einfach noch ein bisschen mehr Sauerstoff in das Weckglas rein und die Fermentation bzw. die Hefebildung kommt einfach noch ein bisschen mehr, ja, hat einfach ein bisschen mehr Kraft. Dann lässt man es wieder einfach über Nacht stehen und am nächsten Tag geht man her und tut es einmal komplett wegmachen, das Tuch, und wieder den ganz normalen Deckel drauf. Den Deckel lässt man dann geschlossen nochmal ein bis zwei Tage zu, bis es langsam anfängt im Glas sich kleine Blasen zu bilden. Die Kohlensäure kann entweichen durch den Gummi. Das ist ganz gut, damit nicht das Glas platzt. Dann geht man her und nach ein bis zwei Tagen filtriert es, füllt es ab bis zur Hälfte. Den Rest gießt man wieder mit Wasser auf und diese Flasche lässt man dann nochmal mindestens zwei Wochen im Kühlschrank stehen. Und nach diesen zwei bis drei Wochen ist heute der Tag, dass sie zum ersten Mal aufmachen. Hohoho, da ist Dampf drauf, Alter. Wuhu, ist ja wie ein Champagner. Alter, leck mich am Arsch. Also, wie ihr seht, eine ganz natürliche Kohlensäure und richtig viel Power. Probieren wir es mal. Alter, wie es abgeht. Also, dass da so viel Kohlensäure drauf ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber es ist ein gutes Zeichen. Es blubbert wie die Sau. Es schmeckt richtig geil. Es schmeckt auch kaum nach... Ja, es ist kein Ingwerbier oder sowas. Es hat keine Schärfe. Es ist eher wirklich eine Zitronenlimonade. Einen leichten Ingwergeschmack hat es. Aber das ist nicht schlimm. Ich finde es voll geil. Also für den Sommer, einen Schuss Wodka oder sowas als Cocktail. Bombe. Ich muss mir den Deckel suchen. Ey, wenn es so einen Deckel weghaut, ey, da muss schon richtig Dampf drauf sein, gell? Deswegen aufpassen, nicht draußen stehen lassen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es so ist. Folgt uns doch für weitere coole Experimente oder Getränke, Essen, alles rum um, wie man so schön heutzutage sagt, die Gönnung, ne? Natürliche Kohlensäure, ey, mega. Also, cheers!